Ich möchte Millionen Menschen sehen, die im Weltraum arbeiten und dort leben. Das sind die Worte von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon und Blue Origin. Blue Origin, das private US-Raumfahrtunternehmen, das viele verschiedene krasse Visionen verfolgt, um den Weltraum endgültig zu erobern. Die neuesten Einblicke dazu gab es jetzt auf einer Konferenz in Los Angeles. Was plant Bezos und wie weit ist er mit seinen Entwicklungen? Und er hat einen revolutionären Plan, der unsere Zivilisation verändern könnte. Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Blue Origin liefert sich unter anderem mit Virgin Galactic schon seit längerer Zeit. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer als erstes Touristen in den Weltraum schicken kann. Und dafür investiert der Gründer Jeff Bezos viel, sehr viel sogar. Es gibt Anekdoten, nach denen der Blue Origin durch den Verkauf von Amazon-Aktien finanziert. Und das mit $1 Milliarde pro Jahr. Anders als Virgin Galactic tüfteln die Macher von Blue Origin an einer Art Raumkapsel, die durch die New Shepard-Rakete angetrieben wird. In 100 Kilometern Höhe wird die Kapsel abgetrennt und schwebt dann zur Erde. Möglich machen das Fallschirme. Senkrecht, also ohne Erdumrundung und dann in der Kapsel am Fallschirm hängend wieder zurück. Damit ließen sich einige Minuten Schwerelosigkeit erleben. Einen konkreten Preis nennt Bezos nicht, doch wir haben ja vor kurzem darüber berichtet, Schätzungen zufolge dürfte ein Ticket nicht mehr als $50.000 kosten. Und diese Kapsel soll tatsächlich noch in diesem Jahr zum ersten Mal ab ins Weltall fliegen, und zwar bemannt. Unbemannt ist sie schon mehrmals geflogen, und Bezos hat mit den Testflügen bereits bewiesen, dass seine Visionen umsetzbar sind. Die Touristenrakete New Shepard ist schon 5-mal geflogen und auch wieder sicher auf die Erde zurückgekehrt. Und Jeff Bezos ist von seiner Vision mehr als überzeugt. Er ist der Mann, der es geschafft hat, Amazon als größten Online-Händler der Welt aufzubauen. Und auch von der Konkurrenzfähigkeit seiner Raketen ist er mehr als überzeugt. Teilweise ist Bezos Meinung über die Raumfahrt und ihre Zukunft zu vergleichen mit den Ansichten von Elon Musk. Beide wollen Raketen wiederverwendbar machen, so die Raumfahrt zu einer Art Low-Cost-Produkt machen. Konkret sollen Raketen demnächst wie heutzutage Flugzeuge nur kurz zwischenlanden, um inspiziert und aufgetankt zu werden. Dann könnten sie, so die Vision, gleich wieder losfliegen. Doch einen Unterschied gibt es schon zwischen den beiden Männern. Bezos geht sehr geplant und langsam Schritt für Schritt vor. Zunächst einmal die kleineren, wiederverwendbaren Raketen, die Space-Touristen rund 100 Kilometer hochbringen sollen. Dann ist die größere Rakete New Glenn in den Startlöchern. Sie ist je nach Version bis zu 95 Meter hoch, also höher als Mars-Rakete, die Falcon Heavy. Nach Bezos Plänen könnte sie 45 Tonnen in eine niedrige Umlaufbahn schicken, immerhin 13 Tonnen in eine geostationäre Umlaufbahn. Das ist mehr Nutzlast, als die europäische Rakete Ariane 6 transportieren kann. Und es gibt bereits Kunden, die an dem Start der New Glenn im Jahr 2020 Interesse angemeldet haben. Aber auch bemannte oder unbemannte Kapseln könnte sie transportieren, egal ob Richtung Mars oder Mond. Die Triebwerke der großen neuen New Glenn-Rakete sind 7 schubstarke Triebwerke, die mit Unterstützung der NASA entwickelt werden. Damit erhoffen sich die Amerikaner, unabhängig von den russischen Triebwerken zu werden, die bislang die amerikanischen Atlas-Raketen antreiben. Danach könnte dann das Projekt Blue Moon realisiert werden. Dabei geht es um eine Lieferantenkapsel, mit der man den Mond besiedeln könnte. Mit dem Landesystem für den Mond sollen bis zu 4,5 Tonnen Fracht auf den Mond gebracht werden. Und dazu äußerte sich jetzt Jeff Bezos auf der Weltraumentwicklerkonferenz Ende Mai in Los Angeles. Es ist Zeit, auf den Mond zurückzukehren und auch dort zu bleiben. Sein Wunschtraum, mit Hilfe von ESA und NASA oder eben einer anderen staatlichen Weltraumbehörde eine permanente Mondsiedlung zu erbauen. Doch im Fall der Fälle sei er auch bereit, seine Pläne alleine in die Tat umzusetzen. Abgesehen davon träumt er außerdem von einer revolutionären Idee. Industrieanlagen im Weltall. Diese könnten 24 Stunden am Tag durch Sonnenenergie angetrieben werden. Umweltverschmutzung und alle anderen Folgen wären von der Erde verbannt. Rohstoffe aus dem All könnten genutzt werden und. Der absolute Wahnsinn. Bezos spricht in diesem Zusammenhang von einem Zeitraum von Jahrzehnten, in denen genau das umgesetzt werden kann. Wenn ihr kein Video zu den zukünftigen Weltraumplänen und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Neues Zeitalter der Raumfahrt eingeläutet, neuer SpaceX-Rekord. Bis dann. Bleibt dran.